Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf dem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In letzter Zeit haben wir ja sehr viel Pixelgun 3D gestreamt. Falls ihr die Streams nicht verpassen wollt, aktiviert unbedingt die Glocke hier auf meinem Kanal, damit ihr da immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn der Stream losgeht. Denn ja, momentan sind meine Streamzeiten sehr spontan. Also würde ich mich freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Und in einem dieser Streams haben wir uns ja den Kampfpass bzw. Schlachtpass bzw. Battle Pass bei Pixelgun 3D geholt, den es ja seit dem neuen Update gibt. Und ja, bei mir ist die Saison noch nicht vorbei. Bei allen, die schon ein Android-Gerät haben, ist die Saison wahrscheinlich schon vorbei. Aber hier auf den iOS-Geräten läuft sie noch einige Tage, und um genau zu sein 21 Tage, wie ihr da oben sehen könnt. Momentan habe ich meinen Kampfpass auf Level 11 und wir haben da schon einiges freigespielt. Ja, ich level den Kampfpass ja großteils nur in den Streams. Und ja, wenn man den Kampfpass kauft, bekommt man da ja zwei Sachen direkt. Und zwar einmal das Vulkanherz, das ist eine mythische Waffe mit einer Effizienz von 32 und die möchte ich euch heute gerne mal vorstellen, diese Waffe. Schießt Raketen, hat Kettenschuss, was auch sehr interessant ist, und sie fügt auch Verbrennung zu. Ja, Kapazität von 10, Gewicht von 75 und Feuerrate von 62. Eigentlich so wie schwere Waffen eben aussehen, weil sie ist übrigens eine schwere Waffe. Ja, mythische Waffen hatten wir schon lange keine neue mehr. Und man bekommt auch diesen coolen Skin, den man im Battle Royale Modus anlegen kann. Finde ich mega cool, diesen Skin. Ja, ihr seht ja schon, was ich so freigespielt habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, auf welchem Level ihr euren Kampfpass momentan habt. Würde mich sehr interessieren. Und ja, man kann sich eben diese Waffe nur durch den Kampfpass holen. Aber genug herumgeredet, wir starten jetzt gleich mal den Kampf, denn ich möchte euch diese Waffe etwas näher bringen. Und ich würde sagen, wir spielen auf den Himmelsinseln. Obwohl die Waffe so aussieht, als würde sie Flächenschaden machen, macht sie keinen Flächenschaden. Dafür hat sie diesen Kettenschuss. Ist also auf kleineren Maps fast besser zu spielen, wo die ganzen Gegner näher beieinander spielen. Stehen. So, ihr seht schon, das Projektil fliegt hier eigentlich sehr langsam bei dieser Waffe. So, und da unten haben wir einen Gegner. Und den werden wir gleich mal hoffentlich hier killen können. So, habe ich den schon getroffen? Ich glaube, er hatte Verbrennung drauf. So, und da haben wir schon tot von oben. Ja, und hier kann man den Kettenschuss eigentlich nicht sehen, weil eben nur dieser eine Gegner da ist und keiner in der Nähe. So, hier sind zwei. Yes, und hier habt ihr schon gesehen, ich verbrenne beide Gegner, obwohl ich nur einen getroffen habe, weil eben der eine Schuss dann zum nächsten Gegner überspringt. Und das ist schon richtig cool. So, hier ist mein mein Jetpack leider weg. Ich habe eine Killunterstützung. So, mein Team ist endlich vorne und hier sind sehr viele Dinos. So, ich hoffe, der Gegner springt da rein. Oh, ich habe hier irgendjemanden gekillt. Anscheinend war das mein Einhorn. So, weil ich denke die ganze Zeit hier stehen, hier ist ein Unsichtbarer von meinem Team, deswegen kann ich hier nicht so gut sehen. Und hier sind viele Gegner, die verbrennen die mal alle, beziehungsweise, yes, nochmal, die Bändiger, jetzt hat schon wieder mein Tierchen das zerstört. Ich finde die Waffe eigentlich ziemlich cool, meine Lieblingswaffe bei den schweren Waffen war ja bis jetzt immer der Funkenhai, aber seit es diese Waffe gibt, bin ich eigentlich ein Augenfan von dieser Waffe. Vom Vulkanherz hier. Yes, da ist der Gegner direkt reingelaufen. Nein, zum Glück habe ich hier den hier. Den Jetpack. So, Haustier Knockout. Ich weiß nicht, wie weit der Kettenschuss hier funktioniert, Leute. Das kann ich euch leider nicht sagen. Und wir schmeißen hier gleich mal auch mit einer Atombombe. Yes, tot von oben. Und das einzige Problem, was ich mit dieser Waffe habe, ist, dass das Projektil so langsam fliegt. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Ansonsten finde ich die mega cool. Und schreibt mir doch mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls ihr diesem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben hier freuen. So, das war nur eine Kill-Unterstützung, leider. Und hier spawnen eigentlich die meisten Gegner immer. Aber wir haben gewonnen. Sieht gut für uns aus. Wir haben, glaube ich, hier gewonnen. Das ist hier ein easy win hier. Und wir schaffen nicht mal diesen Kill mehr. Ja, und auch hier irgendwie so, die Schnelligkeit der Schüsse ist auch nicht so auf meinem Niveau. Aber egal, ich will hier nicht meckern. Man muss natürlich jede Waffe zum Spielen lernen. Und ich finde sie eigentlich gut. Ich muss nur damit umgehen.
Ich bin ja mehr so ein Typ, der schnelle Waffen spielt, denn dann ist es mit dem Zielen für mich leichter, für mich persönlich. Wir werden die Waffe jetzt auch noch in einer anderen Map testen und dann werden wir die ganzen Kisten öffnen, die wir hier noch öffnen können. Deswegen bleibt auf alle Fälle dran. Jetzt werden wir aber mal in einen anderen Modus gehen. Spielen wir mal ein Deathmatch. Obwohl, das sind nicht viele. Nee, bleiben wir hier beim Teamkampf und spielen jetzt mal auf einer kleineren Map. Die Poolparty würde sich da halt mega gut anbieten, deswegen gehen wir hier gleich mal in die Poolparty rein, denn hier sind ja meistens die ganzen Spieler sehr nah beieinander und da ist der Kettenschuss schon um einiges besser dann. So, mein Team ist vorne, so steige ich mal gerne in ein Spiel ein. Yes, das ist unser Kill. Wahrscheinlich durch die Verbrennung. Mit dem Laserbogen hat uns hier jemand zerstört. Okay. Okay, okay, okay. Wow, okay. Wenn da jeder hier mit seinem Mech herumläuft, dann laufe ich auch mit meinem Mech herum. Und ja, Leute, schreibt mir doch auch mal eure Meinung zum Kampfpass von Pixel Gun rein. Findet ihr das gut gelöst? Ich finde es mega, mega cool. Es motiviert jetzt einfach mehr Pixel Gun zu spielen, weil eben hier so viele Herausforderungen dabei sind, die man hier sich holen kann, und um sich hier neue Sachen freizuschalten. Und das sind, ja, da denkt man sich dann einfach, okay, ich spiele das jetzt mal so. Zum Beispiel, dass man hier mit dem Fahrzeug im Battle Royale Modus einfach 1000 Meter fahren muss. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Aufgabe hier, die man lösen kann. Wow. Da oben ist ein Unsichtbarer. Ja, und den haben wir sogar gekillt hier. Da müssen wir gar nicht hier mit unserer Atombombe um uns werfen. Aber trotzdem sind wir hier hinten. Aber nur einen Kill. Nur. Oh, da sind jetzt viele Spieler. Jetzt müsste ich eigentlich nur einen mal treffen. Aber da will ich jetzt schnell die Laser. Komm! Lass dich doch treffen! Ich fliege hier auch in meinem Jetpack die ganze Zeit an der Decke herum. Ja, sehe ich entweder nicht, wenn ich den Gegner getroffen habe, blinkt der hier nicht auf bei dieser Waffe oder treffe ich ihn einfach nicht. Eines von den beiden muss es sein. Und ich finde es blöd, dass diese Waffe eigentlich keinen Flächenschaden macht. Oh, komm schon! Wow, 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 hier geht's zu, Leute. Hier haben wir jetzt wieder ordentlich aufgeholt, mein Team. Das war jetzt krank. Das war jetzt richtig krank. Yes! So, jetzt haben wir mal einen Kill geholt. Ich will ja eigentlich auch nicht die Waffen wechseln. Ha! Aber den haben wir uns geholt. Den haben wir. Den Kill haben wir. Yes! Revanche. So, 28 zu 28. Ich hole mir mal den Mech raus, damit wir hier aufholen können in irgendeiner Weise. Yes! So, Kill. Wie jetzt? Ich wurde auch gekillt. Okay. Und Laserwerfer natürlich auch unschlagbar auf dieser Map. Na! Ah! Boah, das ist richtig, 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 richtig spannend hier. Denn wir sind nur knapp hinter den Gegnern. Und wir haben ja vorhin auch mal hier 4 Kills geschafft. Oh, wie war der jetzt? Klar. Ich habe mich ja nicht mal angeguckt. Er hat mich ja hier nicht mal angeguckt. Und ich treffe die Gegner nicht. Da sieht man wieder mein wunderbares Aim. Da sieht man wieder mein wunderbares Aim, Leute. Schon wieder der. Jetzt will ich aber den. Ja, das gewinnen wir hier leider nicht mehr, obwohl es eigentlich sehr knapp war. Komm, schaffe ich den einen Kill noch? Nein, schaffe ich nicht. Ich werde gekillt. 21 Pokale bekommen wir hier. Ja, aber ich habe immerhin 7 Kills. Wir waren nicht so schlecht. Wir waren nicht so schlecht. So 10 Münzen, 2 Münzen, sorry. 10 Erfahrungspunkte. Und wir bekommen hier auch die Nachricht, dass wir hier eine Kiste im Clan öffnen können. Ne, das ist nicht der Clan, aber da kann ich auch eine Kiste öffnen. So, was gibt's hier? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Hut der Freiheit, einen Teil. Wow, Pixel Gun. Danke. So, hier
können wir diese Truhe öffnen, die Gewinnertruhe. Zwei Münzen, 5-mal Paintball, 3-mal Kerl und 1-mal Gebirgswolf. Auch nicht schlecht. So, Waffenkammer. Ich zeige euch nochmal die Waffe hier. Vulkanherz. Wer von euch hat diese Waffe schon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, ich finde es eine sehr, sehr starke Waffe. Ich muss noch etwas umgehen damit lernen, den Schuss besser einzuschätzen. Das fliegt so ewig lang. Ist aber ein großer Schuss. Ja, ich glaube, ich werde da etwas üben. Und ja, ihr schreibt mir mal eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und falls dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wäre auf alle Fälle eine sehr, sehr coole Sache. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Aufwind freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut, Leute. Und haut rein. Ciao.